Ein herzliches Willkommen all denen, die das erste Mal hier im Kochtreff lecker und gesund sind. An all diejenigen, die schon langjährig hierher kommen, nicht nur die Rezepte genießen, sondern auch die Gesundheitsvorträge. Ein herzliches Dankeschön für das Lied. Ich glaube, heute geht es um Bluthochdruck und Musik ist manchmal auch so ein Mittel, um ein Stück weit runterzukommen. Vielleicht nicht etwas, was der Arzt verschreibt, aber etwas, was mir persönlich immer hilft. Ich bin heute das allererste einmal hier. Mein Name ist Jakob Bartke, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Aber es ist gar nicht so wichtig, wer ich bin. Ein paar andere Menschen tragen dazu bei, dass wir heute hier zusammenkommen. Und eine Person, die darf ich vorstellen, das ist Dr. Roland Galewski. Den darf ich gleich mal neben mich bitten. Ein Allgemeinarzt, ein Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin. Ist das so richtig? Ja. Das stimmt, sehr gut. Ich denke, du wirst zu dir wahrscheinlich noch einiges sagen, was du viel besser sagen könntest, als ich dich jemals vorstellen kann. Deswegen gibt es nur ein paar kurze Ankündigungen von mir. Am Anfang werden wir einen Vortrag von dir hören. Danach sind alle ganz herzlich eingeladen, Kostproben zu probieren. Und ich bin selber auch schon ganz gespannt und werde mich dann genauso wie ihr an die Sachen wagen, die da vorbereitet worden sind. Trotzdem wollen wir, weil es in der Gemeinde stattfindet, weil wir sagen, Gesundheit sehen wir ganzheitlich, Ernährung, aber eben unser Glaube gehört auch dazu, mit einem kurzen Gebet beginnen, bevor die Bühne dir gehört und ich ganz gespannt bin, wie alle anderen auch, was für Tipps du uns zu Bluthochdruck, Stress und all diesen Dingen sagen kannst. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, aus ganz verschiedenen Hintergründen, aber uns interessiert, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Ich danke dir, dass wir einen Arzt hier haben, dass er sich Zeit nimmt, dass er auch für Gespräche später noch zur Verfügung steht und dass wir lernen können, dass es nicht nur über Pillen Möglichkeiten gibt, mit den Bedürfnissen unseres Körpers umzugehen, sondern dass manche Dinge auch ganz einfach über Ernährung, über die Dinge, die du uns auch mitgibst, zu regeln sind. Herr, sei du jetzt hier, segne diesen Abend, diesen Nachmittag, den wir haben und lass uns weise und bereichert von hier gehen und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Also guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Dr. Galewski. Ich habe 20 Kilometer nördlich von hier meine Praxis seit 20 Jahren. Ich habe vorher einige Jahre als Chirurg gearbeitet, dann bin ich umgestiegen auf die innere Medizin. Habe einen Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht, dann einen Facharzt für innere Medizin und habe jetzt 20 Jahre Erfahrung mit Bluthochdruck. Darum habe ich mein Thema. Können wir mal das Bild haben? F10. Ach, gut. Ich habe das Thema ein bisschen erweitert von Bluthochdruck alleine, sondern habe mir gesagt, Bluthochdruck, Hypertonie und Stress. Und Stress ist etwas, was uns heutzutage alle angeht. Der hohe Blutdruck ist die am meisten verbreitete Krankheit auf der gesamten Welt, muss man sagen. Und das ist ein echtes gesundes Problem des 21. Jahrhunderts. Und ich habe mir so gedacht, ich habe diesen Löwen da gesehen, ich fand ihn sehr schön, das Bild so, fand ich ganz nett. Aber überlegt mal, ihr werdet so einem Tier begegnen, wenn kein Zaun zwischen euch ist, kein Zoo dazwischen euch ist, sondern wirklich in der freien Wildnis, er steigt aus dem Auto raus, irgendwo in Afrika oder so. Also mir ist es schon passiert, ich bin öfters in Afrika, ich bin einmal raus vom Auto weg, ich war richtig nicht im Nationalpark, sondern normal unterwegs und da sah ich plötzlich vor mir unten die Fußspuren eines Löwen und die sind, wenn man die sieht, ungefähr solche Tatzen sind das. Und da habe ich schon gedacht, oh, ich hoffe, der hat schon gefrühstückt. Dann hat man Respekt, wenn man diesen Löwen sieht und euch anschaut, wird er plötzlich merken, dass euch etwas vorgeht. Das Bild ist schön, aber wenn es in der Realität vor euch steht, werdet ihr plötzlich merken, was passiert. Der Blut steigt sofort hoch, Schweißausbruch kommt her, Puls schlägt schneller und ihr schaut euch um, wo kann ich hin und nehmt alle Energie, die ihr habt, in die Hände, um davon zu rennen. Und dann seid ihr hoffentlich schneller wieder Löwe. Und dabei fand ich das als gutes Beispiel mal für uns für Bluthochdruck und Stress. Insgesamt muss man sagen, ist Blutdruck eigentlich etwas, was uns alle angeht, was wir aber oft gar nicht merken, dass unser Blutdruck
hoch oder runter geht, sondern wenn wir liegen im Bett, wenn wir flach liegen, ist der Blutdruck ja niedrig. Wenn wir aufstehen, muss er wieder höher werden. Und diese Kopplung geht vollautomatisch. Wir spüren das gar nicht. Wenn wir es doch spüren sollten, weil wenn der Blutdruck nicht schnell genug hochgeht, dann kippen wir ja um. Müsst ihr dann denken, wenn ihr zu Hause im Bett liegt, nachts um drei, müsst ihr auf die Toilette gehen. Ihr steht auf und rennt gleich los. Wenn ihr hochsteigt, von flachen zum höheren, muss das Herz ja das Blut ins Gehirn pumpen. Und die Umschaltung dauert manchmal 30 Sekunden. In den 30 Sekunden könnte schon weit gelaufen sein, dann kippt er einfach um. Weil das Gehirn sagt, ey, ich bekomme nicht genügend Sauerstoff, ich brauche ein bisschen mehr Blut. Alles ausschalten, alle Organe, und ihr kippt um und fällt böse hin. Aber ihr seid bewusstlos, bevor ihr auf dem Boot aufkommt. Heißt dann Kreislaufkollaps, nennt man sowas, ja. Aber Bluthochdruck ist ein stiller Killer. Einer, der gar nicht so auffällt. Und wenn man das merkt, ist schon alles zu spät. Du machst die Frage eben, was ist Blutdruck? Setzt sich zusammen aus Blut und aus Druck. Und uns sollte klar sein, dass unser ganzer Körper, wie wir jetzt gerade hier sitzen, unser Herz gerade durchschlägt. Und wenn ihr mal wollt, könnt ihr es auch das spüren. Dann nehmt mal eure Hand mal her, hier am Daumen auf dieser Unterseite. Nehmt mal zwei, drei Finger vorne, fasst mal vorne ran. Und wenn ihr es richtig macht, so, dub, 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 da spürt ihr etwas. Sonst müsst ihr ein bisschen hin und her tun. Dann werdet ihr merken, das ist also der Blutdruck, der jetzt das Blut, das durch den Körper geleitet wird. Und ihr seht, es muss rein vom Herzen zum Gehirn, das ist das Wichtigste vom Ganzen. Dann geht es runter hier in die Lungen rein, in die Leber, in den Magen, Milz, Magen-Darm-Trakt, Niere, Nebenniere, Genitalien, hier Muskulatur, Knochen und so weiter. Ja? Alles muss ja durchblutet werden. Und am Tag, in 24 Stunden, man schätzt, was schlägt das Herz, wie oft schlägt es denn? 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 Mal, was schätzt der? Also jeden Tag tut das Herz eine Leistung bringen von 100.000 Schlägen im Schnitt. Wenn er viel macht, schlägt er eben schneller. Aber 100.000, das 80 Jahre lang durch, müssen wir so eine Maschine erstmal haben, die so zuverlässig ist, die sich anpasst, höher geht, zurückgeht, im Schlafen ruhiger wird, wenn er Hektik braucht, mehr Leistung bringt. Eine super Energie, die wir geschenkt bekommen haben. Also Blut ist der Lebenssaft, der durch unsere Adern fließt. Und Blut im Blut steckt das Leben, kann man sagen. Ohne Blut sind wir nichts wert. Der ist auch so wichtig bei Notfällen immer, dass man diesen Blutzufuhr immer gewährleistet ist. Und das Zweite ist der Druck. Druck ist halt die Pumpkraft des Lebens. Und ist die Kraft, die zum Fließen notwendig ist. Ist ungefähr so, wie wenn ihr die alten Pumpen noch kennt, die man so pumpen musste, da muss man kräftig pumpen. Wenn man zu lasch pumpte, kam nichts hoch. Wenn man zu schnell pumpte, ging es auch nicht richtig. Man muss das richtige Maß rausfinden. So ist es auch für unser Herz. Der Blutdruck ist also der Druck, mit dem das Herz das Blut durch unsere Gefäße pumpt. Also nochmal, was ist Blutdruck? Blutdruck ist das, was hier durch unseren Körper durchgepumpt werden muss, mit gewissem Druck. Kleine Kinder haben natürlich, wenn sie klein zärtlich sind, noch niedrigen Blutdruck. Wenn ihr einen großen, kräftigen Mann vor euch habt, der muss natürlich höheren Blutdruck haben. Deswegen ist so ein Blutdruck immer relativ, wenn man so misst, was hoch oder tief ist. Hängt von den Patienten ab. Und einer von fünf Europäern hat hohen Blutdruck. Das heißt, kann man uns jetzt so durchzählen, wie viele Leute ganz sicher hohen Blutdruck hätten wir uns hier Anwesenden. Und weltweit, weiß man von der Weltgesundheitsorganisation, sind es ungefähr 600 Millionen, die das haben. Und davon sterben 3 Millionen jährlich an Bluthochdruckfolgen, sicher. Und wie funktioniert das ganze System? Das ist auch wieder fantastisch, wie das aufgebaut ist. Wir haben in der Mitte eine Hauptschlagader, eine Arterie. Und an die Arterie sind die Venen fest angebunden außenrum. Die Hauptschlagader hat ihre eigene Muskulatur und bewegt sich immer so hin und her. Und wenn sie dick wird, drückt sie eben auf die Venen drauf. Und die Venen sind jetzt passiv da und die haben ihre Klappen drin, die immer so patsch, 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 so hoch gehen. Und wenn das dann zu schnell geht oder der Druck zu stark ist, dann kann es auch sein, dass die Klappen manchmal auseinandergehen. Da fließt ein bisschen Blut zurück. Da gibt dann die Krampfadern am Bein. Die muss er haben, weil die Klappen nicht mehr ganz zusammen sind. Und du musst dann seine Strümpfe anziehen, diese Kompressionsstrümpfe, um den Venen wieder zusammenzudrücken. Dann klappt das, funktioniert das System wieder.
Das ist ein einfaches, simples Patent, aber sehr funktionsfähig, sehr funktionstüchtig. Und es ist der Blutdruck als solches, und der Bluthochdruck ist also eine Erkrankung, bei der der Blutdruck auf die Dauer erhöht ist. Und die Weltgesundheitsorganisation, die World Health Organization, sagt halt, wenn Werte über 140 mm Hg gemessen werden. Das ist so ein Wert, muss ich sagen, das stimmt bei mir in der Praxis ungefähr überein. Würde ich auch so zustimmen. Und der Wert wird eben beeinflusst durch die Herzleistung und durch die Weite der Blutgefäße. Sind die Blutgefäße ausgelatscht, geht der Druck eben runter, kann das Herz pumpen, wie es möchte. Sind die Gefäße verengt, dann muss das Herz eben gegen Widerstand pumpen, dann geht der Druck massiv hoch. Also was ist ein hoher Blutdruck? Wenn man so diese Geräte vor sich hat, mit 140 zu 90, so Zahlen, die da sind, wenn er über 140, 150, 160, 180 ist oder so, und der Druck, wenn er über 90 ist. Ideal wäre natürlich weniger als 120 zu 80. Das hat man festgestellt, man kann heutzutage gut vergleichen zwischen China und Mongolei und Indien und Amerika und Deutschland und sieht, wie es die Leute so leben, wie sie so essen, was sie ihr Leben so gestalten, wie, wenn sie älter werden, was passiert dann? Bei uns gibt es so einen alten Hausarztregel, das heißt im Prinzip 100 plus Alter ergibt den Druck, den er haben sollte. Wenn jemand 80 Jahre alt ist, hat der Druck eben 180, weil die Adern verkalkt sind. Aber in anderen Ländern, wo die Leute wenig verkalkte Adern haben, fast keine, die haben 120 zu 80 mit 80 Jahren. Bei dem Blutdruck haben wir jetzt zwei Werte. Es gibt einen systolischen Druck, das ist der obere Wert. Das ist dann, wenn das Herz das Blut hinauspumpt, zack, geht er hoch, der Druck. Und der zweite Wert ist dann der diastolische Druck, sagt man dann. Das ist dann, wenn die Herzkammer wieder gefüllt wird. Ja. Und der optimale Druck, der optimale ist 120 zu 80 Millimeter Hg steht dahinter. Das Hg steht für Quecksilber, Quecksilbersäule. Also wenn man so drauf drückt, dann misst man 120 zu 80, 120 zu 80. Hier wird es rausgeworfen, aufgefüllt, rausgeworfen, aufgefüllt, rausgeworfen, ausgefüllt. So einen mittleren Druck brauchen wir. Ja? Woher kommt das Ganze? Habe ich gefunden, es gibt einen Herrn Rivarocci, Scipione Rivarocci hat dieses Gerät hier entwickelt, damals. Hat es vorgestellt, 1896 schon, was jetzt nichts Neues, auf dem Kongress für Innere Medizin. Und ich habe so ein dem nachempfundenes Gerät hier dabei, mein bestes Gerät, das ich habe. Erdanziehungskraft brauche ich nie messen, die eichen zu lassen, funktioniert immer mit Quecksilbersäule. Und er hat damals so ein Stück Fahrradschlauch genommen, mit einem Ledergürtel außen rum geschlungen, hat es um die Oberarmarterie rumgepresst und hat hier unten gefühlt. Merkte, aha, da kommt der Druck. Das war der erste, das war dieser obere Wert, der systolische Wert. Aber dann erst so neun Jahre später kam ein russischer Arzt auf die Idee, sich so ein Gerät zu entwickeln und dann hier drauf zu halten und mal zu horchen, was höre ich dann? Das ist das, was wir heutzutage haben. Wir hören das eben, die Arterie wird abgepumpt, wird abgedrückt, ich höre jetzt nichts, dann lasse ich den Druck nach, dann geht es dann kommt von hinten das Blut eben an, bis man nichts mehr hört. Dann schaut man einfach nach, wann beginnt der Druck zu erscheinen im Ohr, wann hört er auf. Das sind diese zwei Werte, die man hat, systolisch und diastolischer Druck. Hier ist dann nochmal Scipione Rivarocci, hier auf den Fahrradschlauch mit dem Schlauch hinten dran und dieses Quecksilbersäule, die er gemacht hat. War seine Idee. Und der Bluthochdruck wird eben begünstigt durch langanhaltenden Stress. Das ist so ein Punkt, den wir heutzutage, wir leben zwar in einer Welt, die Maschinen umgeben sind, wir brauchen fast nichts mehr zu tun, rein theoretisch. Selbst beim Autofahren kann man schon fast vollautomatisch fahren. Und trotzdem sind wir gestresst. Früher haben die Maschinen, haben die für uns gearbeitet, heute arbeiten wir für die Maschinen und kommen nicht mehr mit. Dann durch Übergewicht, ist klar, wenn ich Übergewicht habe, muss der Druck höher sein. Wenn ich viel Übergewicht habe, nehme ich jetzt an, wenn ich 80 wiege und wiegen sollte, wiege 120, 40 Kilo mehr, dann muss der Körper natürlich mehr Druck haben. Dann interessanterweise auch bei Bewegungsmangel. Wenn ich mich zu wenig bewege, verschlacke ich einfach, und der Druck auch wieder hoch. Dann gibt es natürlich das Problem, dass ich kann mich gut ernähren und alles optimal machen, habe trotzdem Bluthochdruck. Einfach weil ich es geerbt habe, familiäre Disposition. Und dann hat man festgestellt, Leute, die viel Lakritze essen,
Also wie ich klein war, habe ich öfter mal Lakritze gegessen, mir hat es nie richtig gut geschmeckt, aber meine Freunde haben es immer sehr gern gegessen. Oder durch viel Salz. Ein Teil Salz, vier Teile Wasser. Also wenn ich jetzt 100 Gramm Salz essen würde, habe ich 400 Milliliter Wasser in meinem Körper mehr drin als normal. Muss der Körper einen halben Liter mehr durchpumpen. Die Ursachen von Bluthochdruck. Etwa 90% hoher Blutdruck kann auf die persönlichen Lebensgewohnheiten zurückgeführt werden. Und ihr seht das so ein bisschen Lebensgewohnheiten, die wir so allgemein haben. Hier beim Rauchen wurde Frau aus dargestellt. Und das für mich ist interessant, als ich so anfing vor 20 Jahren noch, da waren die Männer, die geraucht haben. Jetzt in letzter Zeit stelle ich fest, dass es mehr die Mädchen holen unwahrscheinlich auf, die werden emanzipiert und rauchen mehr wie die Jungs. Oder hier, das ist vom Fernseher, was hat er davor? Chips davor. Und im täglichen Leben denke ich, ich muss meine Tasse Cappuccino jeden Tag unbedingt trinken, sonst kann ich nicht den Tag genießen. Und das Ganze hat natürlich Auswirkungen. Und zwar heißt das Ding Atherosklerose, nennt man so etwas. Das ist interessant. Ich habe in der Gefäßchirurgie am Anfang gearbeitet und da habe ich die Gefäße mit operiert. Und da konnte ich wirklich feststellen, wenn man die Hauptschlagader aufmacht, bei Leuten, die voll verkalkt waren, macht man dann, also hier großen Schnitt, alles aufmachen, können wir die Schlagader raus, dann muss man den aufschneiden da, dann geht die Ader richtig schön auf und schnallt zurück auf ihr normales Niveau, weil sie überdehnt war. Und innen drin bleibt richtig echter Kalk übrig, den da richtig ausgelöffelt werden kann, zusammengesetzt werden kann, wie in einem Wasserrohr, das eben 30, 40 Jahre alt ist. Und der Kalk ist wirklich scharf, am Anfang war ich richtig mit dem Fange hingelangt, zack, habe ich mich gleich reingeschnitten, muss neuen Handschuhe wieder nehmen. Ich war ganz erstaunt, wie das wirklich so, wir verkalken im wahrsten Sinn des Wortes, wenn wir unsere Lebensgewohnheiten nicht verändern. Und sekundäre Hypertonie heißt, es gibt die primäre Hypertonie, ist das, was wir gerade gesehen hatten. Und bei der sekundären Hypertonie weiß ich, wo es herkommt. Der Blutdruck ist halt die Folge einer Grunderkrankung. Und Blutdruck wird im allgemeinen Medizin mit RR abgekürzt, zu Ehren von Riva Rocci. Das ist die Folge einer anderen Grunderkrankung. Zum Beispiel, wenn ich Nieren erkrankt habe, oder wenn ich Nierenarterienstenose habe, die Niere entgiftet uns ja. Wenn dann die Nierenarterie immer kleiner wird und enger wird, so wie hier, kommt da wenig Blut in die Niere rein, sagt die Niere, ich muss auch reinigen, ich muss auch sauber werden, ich brauche mehr Druck, sonst schaffe ich das nicht. Da gibt sie Hormone aus, ans Gehirn hoch, das Gehirn sagt, oh, wir müssen uns mehr verengen, größeren Druck aufbauen. Dann geht der Blutdruck hoch im Körper auf 200 zu 120, so etwas, ja. Wenn man die Operation macht und dann diese Nierenarterie wieder frei macht von dem Kalk, der Druck wieder ist er gleich wieder im Normalbereich drin. Und Störungen im Hormonhaushalt, kommt auch manchmal vor, geht es auch hoch. Ursachen. Einmal Übergewicht, haben wir schon gesagt. Das ist, mittlerweile haben wir ein echtes Problem in Mitteleuropa, auch in Deutschland. In den USA drüben, ich früher so Leute gesehen, die waren, ich bin mal in ein Flugzeug eingestiegen, da musste man draußen warten. Da saß dann neben mir ein Mann, auch, der war wirklich doppelt so breit wie ich, habe ich mir nur gedacht, wenn du mitfliegst und ich setze mich neben ihm hin, wo habe ich noch Platz? Und das war in den USA drüben vor einigen Jahren. Jetzt mittlerweile haben in Deutschland auch schon die ersten Leute, die so entsprechend ausschauen. Also unsere Lebensgewohnheiten, wir sind den Amerikanern als Vorbild so 10 Jahre hinten nach, kommt es mittlerweile auch rein. Der nächste wäre Salz, hoher Salzkonsum. In Westeuropa nehmen wir ungefähr durchschnittlich im Schnitt 2 Teelöffel Salz pro Tag zu uns. Das ist 16 Mal mehr, als der Körper braucht. Und in Japan zum Beispiel, die essen sehr fettarm, aber haben einen hohen Salzkonsum. Das sind 50% der aller Erwachsenen haben mit Bluthochdruck zu kämpfen. Und zwar massiv. Und so ist die Welt, habe ich mal gefunden in der Zeitung. Fand ich interessant, weil in den Ländern, wo ihr es jetzt seht, hier USA, oh, Joe. USA und Deutschland hier, wir essen ungefähr 83 Kilogramm Fleisch pro Person, inklusive aller Vegetarier, entweder diesen Durchschnittswert bloß. Also 83 Kilogramm Fleisch pro Jahr pro Person wird gegessen in Deutschland. Norwegen 65, Russland 52, Spanien 100, Amerika 120, ja. Es gibt auch Länder wie Nigeria 7,5, 5,1, 3,1. Und da kann man einfach mal nachschauen, diesen Ländern, die jetzt wenig Fleisch essen, welche Krankheiten haben die im Allgemeinen? Welche Krankheiten haben die im Allgemeinen? Da stellt man mittlerweile fest, in China steht 60 Kilogramm hier im Schnitt, aber es ist nicht so, sondern diese 60 Kilogramm kommen von Peking, Shanghai, das sind diesen Städten, die hier vorne sind,
in der Landesinneren, die Leute sind alle richtig fast vegan. Und da kann man sehr schön nachschauen, wenn die Chinesen ihre Ernährung umstellen auf mitteleuropäische Kost, viel Fleisch, viel Fett, viel Zucker, viel Eiweiß, dann kommen bestimmte Krankheiten raus. Und das kann man in China sehr schön sehen. Da gibt es ein Buch, Chinese Study, dass die Leute auf dem Land im Alter 60, 70, 80 Jahre geistig, körperlich topfit sind. Und die Leute in der Stadt sind, die mitteleuropäische Kost haben. Was haben die? Rheuma, Asthma, Arthrose, Allergien, Fettstoffwechselstörungen, alles Mögliche und massiv hoch Bluthochdruck. In allen Ländern hier, Australien, wenn ihr so seht, Neuseeland ist dabei, da hinten, Spanien hier, diese ganzen Gegenden, die sind alle diese Länder haben massiv Probleme mit Bluthochdruck und Diabetes. Also Übergewicht, hoher Salzkonsum, Rauchen ist ganz logisch, Nikotin ist halt ein Gefäßgift und hat, wenn ich einen Zug mache, habe ich das Nikotin drin und noch 400 andere Stoffe, die den Körper aktivieren oder bremsen, je nachdem. Und es macht große Probleme für den Bluthochdruck. Dann Alkohol und Koffein. Wir leben in einer Gegend hier in Bayern, wo man sagt, so 3 Flaschen Bier am Tag ist der Durchschnitt, ist normal für viele Leute. Man muss sich aber klar machen, dass schon geringer Alkoholkonsum unseren Körper massiv beeinflusst. Also das war massiv schon. Kann man bestimmte Teste machen, ganz schnell nachweisen, wie das funktioniert. Und ihr kennt ja Alkohol, entweder enthemmt er, ich werde aggressiv, oder macht mich müde. Ich klappe down. Aber ich kann es vorher nicht steuern. Ich weiß nicht, wie ich werde. Der Alkohol reagiert, wie er will. Und Koffein. Ich kenne es mittlerweile genügend Leute, die pro Tag wenigstens 2 Liter Kaffee trinken im Schnitt. Ja, es ist der Schnitt. Und nicht wenige Leute, also wirklich sehr viele, die fangen früh an mit einer Tasse Kaffee, wenn sie aufstehen, dann eine Tasse Kaffee, wo sie zum Auto einsteigen, eine Tasse Kaffee, wenn sie auf der Arbeit ankommen, Tasse Kaffee zwischendurch um 10 Uhr rum, Tasse Kaffee um 11 Uhr rum, dann Kaffee nach dem Mittagessen, Kaffee bevor es nachmittags und dann nach Hause nochmal, wenn sie am Abend nach Hause kommen, noch ein bisschen Kaffee getrunken. Kommen sie auf 1,5 bis 2 Liter. Und die sagen mir auch, wenn die Leute dann, wenn sie dann Ferien haben, Urlaub haben, dann machen sie sich 2 Liter Kaffee zurecht, früher morgen schon für den ganzen Tag. Ein anderer Punkt ist Arteriosklerose. Das schaut ein wenig komisch aus, das Bild. Da hat eine Verstopfung mit Adern, mit Blut drin. Aber das ist so eine Ader hier, die ist aufgeschnitten ist. Und die ist dann ziemlich verkalkt. Wenn man die aufschneidet und dann die aufplatzt, kann man dann hinten drin den Kalk richtig rausholen. Das kommt aber von dem Fleischkonsum, den wir so haben, und Fettkonsum, das wir so zu uns nehmen. Bewegungsmangel ist eigenartig, weil wenn ich nichts tue, was tun möchte, ist mein Körper so schlaff, dass mein Herz pumpen muss, wie verrückt, dass ich wieder was Leistung bringen kann. Also Bewegungsmangel ist eine der Ursachen für Bluthochdruck. Deswegen nicht zu lang rumliegen. Und ein dritter Punkt ist Stress. Und Stress haben wir heutzutage als Abteilungsleiter in irgendwelchen Firmen, als LKW-Fahrer auf Dauer, als Mechaniker in der Firma, wenn ich ja irgendwo bin. Und Stress macht uns ziemlich kaputt. Und hier wollte ich mal zeigen, ganz kurz, was trinken wir Deutschen? Ihr Kaffee bis zum Abwinken. Kaffee trinken wir mehr als Wasser. Softdrinks, das sind dann die ganzen Cola-Drinks, also Vessi-Cola, Ossi-Cola und sonstige Sachen, alles, was es so gibt, und Red Bull und so. Dann Bier. Und ihr seht, das ist ungefähr so die gleiche Menge hier. Bier, Softdrinks und Kaffee schlagen das Wasser um 1:3, 1:4. Beim Cola muss ich dazu noch sagen, Cola muss uns auch bewusst sein, das ist ja Koffein als Aufputschmittel, als Sympathomimetikum. Wenn ich Kaffee trinke, brauche ich mehr Energie, darum ist auch mehr Zucker drin. Ich trinke das Zeug, Zucker kommt rein und ich fühle mich für einen Moment wirklich fit, ist so. Ihr werdet auch merken, wenn ihr Coca-Cola trinkt oder Kaffee trinkt, innerhalb von 5 bis 10 Minuten fängt der Schwitzen an, der Pulsschlag ist schneller, ihr seid einfach wacher, scheinbar, aber innerhalb von 20 Minuten ungefähr dauert es, eine halbe Stunde, dann ist das Sache verbraucht und ihr fallt in den Tief runter. Konsequenz daraus, alle Cola-Trinker sagen, ich muss wieder Cola trinken, um wieder hochzukommen. Es geht dann tschup, tschup, tschup. So sind die Cola-Trinker auch locker auf 1 bis 2 Liter Cola pro Tag, ist auch bei vielen Leuten normal. Aber unser Körper, auf die Dauer gesehen, hält es nicht durch und das
kriege ich dann hinterher entsprechend Diabetes und Verkalkung der Arterien. Hypertonie-Symptome, was sind das für, die man so aufmerken sollte? Oft wird sich so als Wetterfühligkeit und Unwohlsein abgetan. Und es sind meistens so diffuse Kopfschmerzen, so im Kopf hier oben drauf. Also nicht Stirnkopfschmerz oder nicht Nackenkopfschmerz. Stirnkopfschmerz wäre für Stirnhöhlenentzündung, Nackenkopfschmerz wäre für Verspannungen, sondern einfach oben drauf merkt ihr, es drückt irgendwie komisch. Dann haben wir Schwindelgefühl, wenn es zu hoch ist, der Druck, wenn er so, nehmen wir an, 120 zu 80 ist normal, der Druck geht auf 200 zu 120, pssst, da merkt ihr in eurem Körper plötzlich, wie die Adern sich zahnziehen. Die Leute kommen dann zu mir, ich mache auch Notarzt, damit Baulicht fahre ich dann raus den Leuten, die können wir genau schildern, bum, 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 das pocht und klopft im Kopf, das pocht und klopft am Herzen hier, die spüren das, dann muss man Mittel spritzen, dass es wieder runter geht, dann sind sie wieder fit, dann fühlen sie sich wieder wohl. Also Schwindelattacken sind sehr häufig dabei. Dann Nasenbluten, wenn jemand Nasenbluten hat und der hat die Nase nicht ein Ekzem in der Nase, ist keine trockene Nase, sondern plötzlich tropft man das Blut aus der Nase raus, er merkt gar nicht, merkt plötzlich, oh, ich bin plötzlich blutig, wo kommt das her? Kommt dann auch in die Praxis rein, ich habe Nasenbluten, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, dann messen wir den Blutdruck, haben so 180 zu 105 oder sowas in der Richtung. Herzklopfen, habe ich schon gesagt, wenn der Druck hochgeht, der spürt er, das Herz pocht ja pro Minute 60 bis 80 Mal. Normal, das merken wir gar nicht. Wenn es dann höher, der Druck höher geht, dann geht es immer heftiger. Ist ernst zu nehmen. Müdigkeit. Durch diesen Dauerdruck ist der Körper natürlich schneller matt und kaputt. Und wir werden auch nervös. Durch diesen Druck, der jetzt in unserem Körper drin ist, der lässt uns ja nicht zur Ruhe kommen. Auch wenn wir uns hinlegen, merken wir, ich stehe unter Spannung. Und daher sollte man, wenn sowas solche Symptome hat, genau zurück nochmal, hier Kopfschmerzen, Schwindel, besonders Nasenbluten, Herzklopfen, Müdigkeit, Nervosität, in diese Richtung was ist, mal zum Hausarzt hingehen, sich mal messen lassen oder in der Apotheke oder beim Nachbarn, der so ein Gerät hat. Das ist jetzt kurz vor Weihnachten, vielleicht kauft euch mal eins. Aber wichtig ist, was ich auch sehr interessant finde, wenn ich die Leute mit der Praxis messe, einige Leute, da haben die hohe Werte. Da mache ich mir eine Langzeitmessung über so ein Gerät ran, über 24 Stunden. Da stelle ich plötzlich fest, zu Hause haben die niedrige Werte. Es gibt auch so einen Weißkittel-Effekt, kann man so sagen. Ja? Deswegen ist, wenn er unter Spannung steht und messt, dann ist es automatisch hoch. Wenn ihr zu Hause messen wollt, 3-4 Minuten hinsetzen oder vielleicht 5 Minuten erstmal hingesessen, ausgeruht, 5 Minuten. Und dann wird gemessen. Was daraus kommt, ist euer Ruhewert. Das Bild wollte ich mal nur zeigen, wie das so ist, wenn man so fettig isst und so die Adern sich verkalken. Ihr seht den Kopf hier oben in dieser Höhe, hier vorne drin, geht eine Arterie hoch, die Arteria carotis, die teilt sich in zwei Teile auf. Und dieses Mittelstück hier drin, da wo sie sich aufteilt, da ist es so, wie wenn man einen Fluss anschaut, wo viel Dreck runterfließt, dann seht ihr, wo die Pfosten der Brücke sind, die Pfeiler der Brücke sind, da sammelt sich der ganze Dreck so an. Und sammelt gerade im Frühjahr, wir können das öfters mal sehen, wie alles dann so davor steht. Das Gleiche passiert auch in unserem Körper drin. Also fettes Essen macht fettes Blut und das Fett wiederum lagert sich einfach hier vorne ab und dann verkalkt das ganze Ding hier. Wenn es dann verkalkt, könnt ihr vorstellen, hier geht es rein in den Kopf, zum Gehirn und hier geht es vor zum Gesicht, in den Gesichtsbereich. Wenn es hier dicht ist, was bist dann? Dann schaut er gelähmt und passiert nichts mehr, dann hängt alles runter, weil die Durchblutung gestört ist. Und dann muss man hier eine kleine Operation machen. Wie gesagt, dann geht man her, dann macht ihr einen Schnitt und holt den ganzen Kalk wieder raus, dann ist es wieder in Ordnung. Aber es ist mit Risiken verbunden, weil ich muss es ja hier abtrennen, hier für die OP hier zuschnüren. Während der Zeit kommt jetzt kein Blut ins Gehirn rein, das könnte auch einen Schlaganfall machen durch so eine OP. Aber wenn das gut gelingt, ist es eine fantastische OP, wo man sich reinigen kann. Aber besser ist, man tut vorbeugen und sorgt dafür, dass sowas nicht passiert. Also Folge ist Schädigung der Blutgefäße und der hohe Blutdruck. Und unsere Adern sind ja alle porös. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn der Druck stark ist, dann ist es so, wie wenn ihr einen Gartenschlauch habt, dreht er hinten auf und vorne ist dann offen, dann fließt das Blut, das Wasser so normal raus. Wenn er es aber jetzt mit so einem kleinen Sperrhahn macht, dass er mehr spritzen, weiter spritzen wollte, dreht er halt den Hahn vorne zu. Da kommt von hinten der Druck ja an und wird immer dicker, immer kräftiger der Druck. Und im Nach und Nach, wenn er dann den Druck so drauflässt, auf den Gummischlauch und lässt ihn
Vergesst es über Nacht, macht vorne bloß zu, dass kein Wasser rauskommt. Oben hinten ist der Schlauch offen, Druck ist drin. Was passiert mit dem Schlauch? Er wird dann einfach porös werden. Und so ist es auch mit unseren Arterien. Wenn wir also einen hohen Blutdruck haben, werden die Arterien porös. Fürs Auge, fürs Niere, fürs Herz, fürs Gehirn, überall. Und kann dann zu Blutungen führen. Es gibt halt schwere Gewebeschäden. Beim Herzen drin, wenn sowas passiert, gibt es KHK, koronare Herzerkrankung heißt das Ganze, oder gibt einen Schlaganfall, weil dann oben hier diese Arterien so hochgehen, die porös sind hier drin, platzen die plötzlich auf, dann ist eine Blutung hier da in diesem Bereich und dann fallen die Nerven aus dem Bereich. Und da ist es so wichtig, dass man den Bluthochdruck immer rechtzeitig behandelt, damit es nicht passiert als Vorsorge. Und das Schlimme, wenn Bluthochdruck ist, man merkt es erst nicht, wenn man es merkt, ist es zu spät. Worin steht die Behandlung? Im Allgemeinen mit Tabletten, die ich ja täglich aufschreiben, damit habe ich fast jeden Tag zu tun. Ich muss mal Medikamente mal aufzeigen, was es so alles gibt heutzutage. Es gibt sogenannte Beta-Blocker, die senken die Frequenz. Es gibt ACE-Hemmer, Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer, die tun die Hormonausschüttung der Niere senken. Dann gibt es Calcium-Antagonisten, die senken den Muskeltonus. Dann gibt es Diuretika, die entwässern und entlasten die Herzleistung. Und es gibt auch die nicht-medikamentöse Therapie. Aber man muss so eine Mischung aus diesen beiden machen, wenn man Bluthochdruck hat. Man kann nicht jetzt sagen, jetzt lasse ich Tabletten weg und mache jetzt alternative Medizin. Es wird nicht funktionieren. Ziel ist auf jeden Fall, den Blutdruck unter 140 zu 90 zu senken, bei Diabetikern unter 130 zu 80 zu senken. Und so wäre so der normale Mitteleuropäer, wie er heutzutage so ausschaut. Und nicht-medikamentöse Therapie wäre erstmal Normalisierung des Körpergewichtes. Denn wenn ich 80 Kilo wiegen sollte und wiege 120, habe ich 40 Kilo mehr drauf, dann ist natürlich automatisch, dass meine Leistung vom Blut, von dem Herzen kräftiger sein muss. Dann braucht man regelmäßige Bewegung. Wir bewegen uns am meisten heutzutage nur noch so. Ja? Und schauen nicht mal, wo wir hinlaufen. Salzarme Kost, ganz wichtig. Und wo ist das Salz überall drin? Fertigpizza, Fertiggerichte, quer durch, sind alle mit Salz angeregt. Also es gibt kein Fertiggericht, was ohne Salz hergestellt ist. Das geht nicht, dann ist der Geschmack ja weg. Und mediterrane Kost, das soll heißen, das zeigen wir später nochmal, ein bisschen genauer. Also wirklich salzarme, gute Kost. Das heißt, mediterrane Kost ist also viel Obst, viel Gemüse, viel Salat. Und beim Salat möchte ich euch so nebenbei sagen, wenn ihr Salat macht, denkt immer dran, nicht mit Essig, sondern mit Zitrone statt Essig, dass er nicht übersäuert, sonst gibt es die Gicht wieder an. Raucherentwöhnung, wer raucht, das ist ja klar, keinen Alkohol, das ist, glaube ich, auch logisch. Und Abbau von Stress. Und Stress ist etwas, was ich mir extra gesagt habe, müssen wir nur noch durchnehmen. Was ist Stress? Meist hängt es mit Zeit zusammen oder mit negativen Gefühlsschwankungen. Wir können ja gestresst sein, ohne unter Zeitdruck zu stehen, indem man bloß an euren Nachbarn denkt, der euch immer wieder ärgert. Es gibt einen Eustress und einen Dysstress. Eustress kommt aus dem Griechischen, heißt Leben, und Dys, wenn man es übertragen, heißt unangenehm. Es gibt also einen lebensnotwendigen Stress, den wir brauchen manchmal, und es gibt einen unangenehmen Stress, der uns eben das Leben schwer macht. Als Beispiel habe ich das hier mal gefunden, sind zwei Tiere hier. Die sind getrennt in zwei verschiedenen Zimmern, sehen sich nicht, hören sich nicht. Hier das Tier 1, die Ratte 1, die ist jetzt hier da und sie merkt, dass zwischendurch immer so ein kleiner Schlag da auf dem Boden da auf sie zukommt. Und es ist unangenehm, aber sie erkennt plötzlich, dass immer, wenn die Lampe aufleuchtet, hat sie 4 Sekunden Zeit oder 5 Sekunden Zeit, um mehr draufzudrücken auf diesen Knopf. Und dann hat sie ihr Fressen ja drin, kann sich rumspielen, kann also alles machen, was sie braucht und wacht als Ratte. Und plötzlich leuchtet das Licht auf, rennt sie los, draufdrücken. Sie macht wieder weiter, plötzlich, oh, Licht leuchtet auf, wieder losrennen, draufdrücken. Und die andere Maus dagegen, hier hinten, die liegt in dem Zimmerchen da drin, kriegt ihr Fressen, kriegt ihr Trinken, kriegt alles, was sie braucht. Und zwischendurch kommt plötzlich so ein kleiner Schlag an. Und sie weiß gar nicht, wo er herkommt, was das Ganze ist und überlegt sich, was das Ganze soll. Die Frage ist es bei diesen Tieren, hat man sich überlegt, welches von den Tieren ist gestresst? Das Tier, was eben so drauf loslebt, oder dass es immer aufpassen muss, dass die Lampe leuchtet?
Was denkt ihr? Die Erwartung ist, dass das Tier 1 mit der Lampe und dem Schalter gestresst ist. Weil die Lampe leuchtet auf, muss hinrennen, zack, drauf, habe ich meine Ruhe. Oh, leuchtet wieder auf, muss ich wieder drauf drücken. Aber das Ergebnis war, dass das Tier 2 gestresst war. Weil das wusste gar nicht, was das soll. Im Prinzip hatten ja beide objektiv gesehen das gleiche Erlebnis gehabt. Es waren die gleiche Art von Stress, die sie gekriegt hatten. Aber subjektiv hat das Tier 1 die Situation einigermaßen im Griff gehabt. Der wusste, wenn die Lampe aufleuchtet, kann ich draufdrücken. Und das Experiment zeigt halt, dass nicht die unangenehme Erfahrung den Stress auslöst, sondern im Allgemeinen das Gefühl, eine Einwirkungsmöglichkeit zu haben. Das Tier 1 wusste, wenn ich draufdrücke, passiert mir nichts. Das heißt also, Schlussfolgerung war, gestresst sind wir dann, wenn uns die Kontrolle abhanden kommt. Ich habe letztes Mal so ein Erlebnis gehabt, ich bin mit dem Auto gefahren, da kam er plötzlich auf einer Landstraße, die LKWs kamen alle an, ich fuhr mal auf meiner Strecke, da kommt ein großes Motorrad plötzlich mit Vollgas auf mich zu. Ich konnte nicht ausweichen, weil da diese Leitplanken da sind. Da habe ich gebremst, bin rechts rüber gefahren, so ist gut. Es ging, ich sah den Motorradfahrer kommen, fahr rüber, zack, raus. Und er fuhr knapp an mir vorbei. Und mir war bewusst, sagen wir so, ich habe schnell reagiert und bin weitergefahren. Und dann so ein, zwei Minuten später kam es mir erst so richtig. Das hätte auch ins Auge gehen können, der hätte mich frontal treffen können, dann wäre ich tot gewesen. Das ging alles innerhalb von blitzschnell, für 2-3 Sekunden waren es gewesen. Er kommt an, zack, zack, ich reagiere, zack, zack und fahre weiter. Wie es sich daran dachte, das hätte auch mein Tod sein können. Plötzlich ging mein Herzschlag schneller, mein Puls war schneller, geschwitzt habe ich plötzlich, habe Schweißausbruch gehabt. Ich habe richtig gemerkt, wie im Nachhinein so ein Stressmoment in mir hochkam. Erstmal zum Beispiel für euch Stress, also für lebensnotwendigen Stress. Hier sind wir eine nette Schneiderin, die hatte die Aufgabe, ihr dieses Kleid herzustellen, auf die Schnelle noch. Aber Stress kann gesund sein, wenn wir positiv gestimmt daran arbeiten. Wir haben zwar Druck, wir müssen Leistung bringen, aber solange wir positiv gestimmt sind, sind wir bereit, es zu machen. Und selbst der Zeitdruck stört uns nicht, weil wir unsere Aufgabe positiv bewerten, solange wir es gerne machen. Auch wenn jetzt eine Hausfrau weiß, ich kriege morgen wieder Gäste, ich muss heute noch Kuchen backen und Kaffeekränzchen zurecht machen und Essen zurecht machen und dann muss ich bei allen noch Kartoffeln schälen. Wenn die Leute, die kommen sollen, sie sich freut über sie, tut sie gern Kartoffeln schälen und Kuchen backen. Wenn die Leute, die aber kommen sollen, die auch noch, die Verwandtschaft von irgendwo, jetzt muss ich für den auch noch Kartoffeln schälen, wird ihr dann merken, dass es Stress macht. Und der Stress hilft uns, wenn wir uns konzentriert sind, weil wir es beeilen müssen, dass wir konzentrierter sind und dass wir besser arbeiten können. Das merken manche Schüler, die heben ihre Aufgaben für die Prüfung bis zum Schluss auf und dann sind sie gestresst, zack, 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 noch schnell das reingelernt. Und solange sie das gerne machen, funktioniert es meistens ganz, ganz gut. Aber wenn sie es ungern machen, sagen sie, jetzt muss ich die Vokabeln noch lernen und das noch, dann werden sie merken, dass dieses Denken sie behindert in der Merkfähigkeit. Dann was Interessantes, da gibt es einen Tom, der hat in einem Labor gearbeitet. Und sein Chef, Professor in Kapstadt unten in Südafrika, hat ihn kennengelernt, hat gesagt, den möchte ich anschauen, bin ich als Laborassistent. Warum? Hat nicht hier drin eine kleine Fistel gehabt, eine Baufistel, und da konnte man reinschauen und konnte den Magen beobachten. Hat er gesagt, pass auf, ich stelle dich bei mir an, kriegst du gutes Gehalt, brauchst nicht mehr wegzugehen, bist versorgt. Aber du musst mir erlauben, dass ich immer in den Magen mal reinschaue und du musst mir eine Kontrolle machen, so einen Zettel ausfüllen, wie du dich gerade fühlst. Und dann hat er durch dieses Fistel den Magensaft direkt beobachtet, die ganzen Sachen, und hat festgestellt, dass die Magenschleimhaut rot und geschwollen war, weil er sich geärgert hat. Jetzt hat er sich geärgert. Oh, Tom, komm mal her, muss ich mal reinschauen. Was ist da drin? Oh, aufgeschrieben, komm. Wie fühlst du dich jetzt? Zack, zack. Hat er so über 2 Jahre hinweg so eine Sache da verfolgt und merkte leichte Blutungen und Geschwürsbildungen bei längeren emotionalen Problemen. Hat er Liebeskummer gehabt. Ging nicht alles in Ordnung. Da hat ihn das richtig im Magen rumgewürgt, dass er eben Geschwüre gekriegt hatte bei längeren emotionalen Problemen. Und Stress und negative Empfindungen führen zu kleinen Reizungen des Magens. Er hat immer gemerkt, wenn er sich gestresst hat, irgendwie unangenehm war, da kam mehr Säure raus und so, alles Mögliche.
Das war hier in Kapstadt, war das Professor Lynn Gillis, heißt der Mann. Hat ihn über ein paar Jahre verfolgt und hat es dazu schon aufgeschrieben und konnte dazu zeigen, wie die Einwirkung von außen Auswirkungen auf den Körper gehabt hatten. Deswegen Stress ist Psyche und Körper. Dann haben wir zwei kleine Tierbeispiele. Die eine ist die, man hat Mäuse hergenommen, hat sie in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die bewegen sehr viel und laufen hin und her. Haben sie aber festgebunden und dann sind sie nervös und hektisch geworden und zeigten bei sich, dass sie im Dünndarm weniger Motilität war, im Dickdarm mehr Motilität. Also wenn wir essen erst im Mund rein, geht zum Speiseröhre, im Magen, dann kommt der Dünndarm, dann kommt der Dickdarm. Dünndarm arbeitet mehr, weil er das Essen aufnehmen muss. Und der Dickdarm ist etwas ruhiger, weil der recycelt eigentlich nur noch, sozusagen. Und diese Aktivität, Dünndarm viel, Dickdarm wenig, ist normal. Aber wenn die gestresst waren, haben wir festgestellt, der Dünndarm hat weniger gearbeitet und der Dickdarm hat mehr gearbeitet. Das heißt, das Essen, was reinging, konnte nicht verarbeitet werden, wurde mehr hinausgeführt. Das nennt man ein Reizdarmsyndrom. Haben sie in Kanada probiert, getestet. Und ein anderes Test, die sie noch gemacht hatten, war, man hat Rattenbabys von ihren Müttern mal für eine Stunde weggenommen, sie schön versorgt und das reingetan. Aber die Stunde wegnehmen, zu Babys von der Mutter wegnehmen, hatte Angst in ihnen ausgelöst und Not und Stress ausgelöst einfach. Dann hat man sie in Ruhe gelassen, hat aber hinterher festgestellt, wie sie dann Jugendlicher waren und erwachsen wurden, dass die negative Erfahrung im Kindesalter blieb im Organismus gespeichert, auch als erwachsene Jungtiere waren. Das heißt, der Stress, den man ein Kind antut, den wir als Kinder mal erlebt haben, begleitet uns das ganze Leben hindurch. Einfaches Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt, worauf ist es angewiesen? Auf die Mutterbrust, auf die Außenwelt. Ist die Außenwelt in Ordnung, kriegen wir ein Grundvertrauen rein. Wenn wir vernachlässigt werden und merken, wir schreien und keiner kümmert sich um uns, kriegt dieses kleine Baby schon, merkt schon, die Außenwelt ist schlecht und kriegt ein Grundmisstrauen herein. Dieses Grundvertrauen oder Grundmisstrauen bleibt ein Leben lang, begleitet uns das. Egal, was später passiert. Also deswegen, wenn ihr euch an eure Kindheit erinnern wollt, werdet ihr feststellen, ihr könnt bis zum vierten Lebensjahr zurückgehen, vielleicht dreieinhalb Leben, ja, aber mehr nicht. Aber die entscheidenden Phasen für unsere Basispersönlichkeit ist zwischen 0 und 3 Jahren. Und diese negative Erfahrung, wie gesagt, bei den Babys, zeigt sich als junge Erwachsene. Und es wurde sogar vererbt. Die waren hektisch, nervös, mang, aufgewühlt und so. Wenn sie wieder Kinder kriegten, waren die Kinder auch hektisch, nervös, obwohl man den Kindern nichts gemacht hatte. Deswegen ist es so wichtig für uns, gute Erziehung zu haben, gute Eltern zu haben, gutes Elternhaus zu haben, stabiles Elternhaus. Und die Elternhäuser, die heutzutage sich trennen und diese Patchwork-Familien, sagt man so schön, bilden, ja, denn ihre Kinder kriegen alle einen dauerhaften Schaden weg. Es ist schwer, davon wieder loszukommen. Deswegen Stress und Psychosomatik. Also Psycho heißt die Psyche und Soma ist das der Körper. Also Stress, Auswirkungen auf die Psyche und auf den Körper. Wie funktioniert das? Wenn ich unter Stress stehe, ich bin jetzt angestellt in der Bank, mein Chef sagt zu mir, Sie müssen mehr Umsatz bringen. Meine Mitarbeiter sag ich zu Mitarbeitern, bringt mehr Umsatz. Dann sagen die zu mir, spinnst du, wir machen schon genug. Da steht er so zwischen diesen Stühlen, zwischen oben und unten, als Abteilungsleiter in irgendeiner Firma oder so. Die Arbeiter wollen nicht richtig mitmachen, die Ingenieure oben drücken und ihr steht da dazwischen, der da merken, dieser Stress, der da ausgelöst wird, löst in euch im Körper etwas aus. Und zwar kann Akne auslösen, also Pickel auslösen, Nesselsucht, Ekzeme, alles Mögliche. Und auch Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden, wenn so ein LKW-Fahrer jetzt jeden Tag unterwegs ist und dann kommt sein Disponent, ruft ihn an, wo bist du denn schon wieder? Hast du noch nicht weg, abgeliefert das Zeug, schau mal, dass du vorwärts kommst. Dass fast täglich so ein Stress hier gemacht wird, kriegen die plötzlich Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden und die Orthopäden von heute geben gerne zu und sagen, mehr als die Hälfte aller Patienten, die zu uns kommen mit Rückenschmerzen, finden wir nichts. Dann Asthma, Allergien, Bronchitis kann das auslösen, der Stress. Ist ja klar, ihr seid ja, man ist ja innerlich immer unter dieser Spannung da, ja, schlägt auf die Lunge über. Fettsucht ist logisch, wenn ich unter Stress stehe. Ich merke, ich komme nicht richtig zurecht, was mache ich dann? Irgendwie muss ich mich ja befriedigen und beruhigen. Was macht man am häufigsten? Und was isst man dann am liebsten? Was Süßes, Schokolade. Ja, was ist Schokolade? Fett und Zucker.
Was kriegt man hier raus nach und nach? Entweder hungert man sich ab durch den Stress, wird sehr, sehr mager, oder man wird sehr fett. Und die Schilddrüse ist eine Überfunktion sowieso, weil die Schilddrüse ist einer der leitenden Hintergrundorgane, die sorgen für unsere Körpertemperatur, dass wir immer warm sind. Für den Blutdruck sorgen sie mit, für den Puls, für den Herzschlag sind sie mit zuständig, für ziemlich viele Sachen, weil es ein Hauptschalter ist. Hauptschalter heißt, wenn ich hier ausschalten möchte, kann ich den Zimmerschalter ausschalten, kann den Hauptschalter ausschalten. Wenn ich den Hauptschalter ausschalte, senkt sich den ganzen Körper, hier ist das ganze Haus ohne Licht. Hauptschalter einschalten ist überall Licht und die Schilddrüse ist ein Hauptschalter, also eine Hauptsicherung, die wir haben. Die wird mit überaktiviert. Probleme kriegen wir unter Dauerstress, weil im Denken, im Fühlen und im Verhalten. Schauen wir das Denken kurz mal an, was passiert dann? Die Gedankenprozesse hat man schon wirklich gut erforscht mit ziemlich hinterhältigen Methoden in der Psychiatrie, in der Uni. Man stellt fest, unter Stress kriege ich Erinnerungslücken. Ihr steht unter Stress, ihr müsst was machen, der kommt gerade von eurem Chef hier an, der hat euch zusammengeschissen, weil ihr seid nicht vorwärts gekommen. Er geht raus, kommt ein Kollege, sagt, sag mal, kannst du mir das erledigen? Ja, ja, mache ich mit. Und dann geht er weg. Ihr registriert das gar nicht. Die Erinnerungslücke ist dann da. Konzentrationsmangel tritt auf. Wortfindungsstörungen treten auf. Weil der so unter Druck steht, dass er gar nicht mehr richtig die Worte finden kann, die er braucht. Und man macht ziemlich viel Fehler unter Stress. Daher, wenn ihr Abteilungsleiter seid irgendwo, denkt dran, dass eure Mitarbeiter nicht so sehr stresst und triezt, sonst machen sie mehr Fehler, als ihr wollt. Da seid ihr wieder unter Stress. Geht es immer so weiter. Die Gefühle unter Stress ändern sich natürlich auch. Dann steht man unter ständiger Anspannung. Denn ich muss ja etwas erledigen. Man kriegt Angst vor Krankheiten, wird ungeduldig und reizbar. Ist ja logisch, weil er möchte was. Ihr seid konzentriert auf eure Aufgabe, merkt, ihr geht nicht und drängt alle anderen Aufgaben zurück. Wenn dann noch mehr an euch angetragen wird, dann gibt es Ärger, wenn man nach Hause kommt. Und man kriegt einen Minderwertigkeitskomplex rein, weil man sich stressen lässt und unter der Dauerstress steht. Warum Minderwertigkeitskomplex? Weil wir möchten ja was Positives machen und können unser Ziel nicht erreichen. Wenn wir unser Ziel nicht erreichen, fühlen wir uns einfach zu dumm. Sagen, das schaffe ich nicht. Dabei könnten wir es schaffen, wenn wir in Ruhe das machen würden. Und im Verhalten hat es auch Auswirkungen. Die Gefahr von Drogen, Medikamentenmissbrauch ist mittlerweile sehr hoch. Also wir haben in Deutschland wirklich einen massiven Missbrauch von Beruhigungstabletten. Häufige Abwesenheit in Schule und Arbeit durch den Stress. Ist ja klar, wenn jetzt jemand in der Schule hingeht und wird da drinnen gehänselt oder so und sie fühlt sich gestresst, dann sagt sie zur Mama, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich kann ja nicht zur Schule gehen. Und der Arbeiter sagt natürlich, ich gehe zu meinem Doktor hin, ich lasse mich krank schreiben. Und dann kommt es zu häufigen Abwesenheiten. Zu Schlafstörungen kommt es ja auch automatisch, weil ihr seid ja immer beschäftigt mit diesem Problem, wollte ich hinlegen und schlafen, dann hätte ich noch gemacht, habe ich gemacht, habe ich nicht vergessen, was habe ich das? Damit alles so, geht es durch den Kopf so durch. Und es gibt natürlich automatisch Beziehungsprobleme. Wenn so eine Frau, die jetzt zwei Kinder hat und dann Halbtagsjob hat, dann muss sie ja früher morgen ihr Kind in den Kindergarten schaffen, den Essen machen. Dann geht sie auf die Arbeit, dann weiß sie schon, wenn sie auf der Arbeit ist, ich muss, wenn ich nach Hause komme, gleich noch Kind vom Kindergarten abholen, Essen machen, Hausaufgaben machen, Wäsche waschen und dies und das noch. Da steht sie unter Dauerdruck, wenn es jeden Tag so geschieht, wird er merken, es gibt Beziehungsprobleme im Laufe der Zeit, wenn der Mann kein Verständnis dafür hat. Und umgekehrt beim Mann natürlich genauso, wenn der zur Karriere machen möchte und aufsteigen möchte und immer unter Dauerstress steht, fühlt sich die Frau vernachlässigt. Und da habt ihr so ein Bild mal hier, Stress im Immunsystem, wie das so funktioniert. Eigentlich ist die Ursache nicht im Körper zu sehen, obwohl das viel Auswirkungen hat, sondern hier vorne. Nur die vordere Gehirnhälfte hier vorne, wo ich die Hand so drauf habe, dieser Bereich, das ist unsere Persönlichkeit, wo wir denken, fühlen, aufnehmen und verarbeiten. Alles andere ist nur zur sind Hilfsarbeiter für das Denken. Und denken wir negativ oder sonst irgendwas, hat es Auswirkungen auf diese kleinen Teilchen hier. Hypophyse heißt das, Hypophyse Hinterlappen, Vorderlappen. Und die tun dann Hormone ausschütten für den Körper und dann geht es rund. Also wie gesagt, denkt jetzt bloß mal im Moment mal an irgendjemand, den er überhaupt nicht mögt. Und denkt mal daran, dass er euch jetzt begegnen wird und euch schimpfen wird.
was geschieht, wenn du bloß dran denkst, wirst du schon merken, den Typen, oh nein. Und dann denkt man an eine Situation, wo ich darüber freut, wo ich sage, auch schön das, wenn das älter, ich bin so Opa geworden vor kurzem, ich freue mich immer, wenn Enkel mich anlächelt, wenn ich jetzt dran denke, oh ja, schön. Ja, hat Auswirkungen hier, wie ihr seht, hier oben beginnt es und dann geht es den ganzen Körper durch. Deswegen, denkt immer dran, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten, aus Taten werden Charaktere, aus Charaktere werden Lebensschicksale. Achtet darauf, auf euer Denken. Wie denken wir? Schwächendes Immunsystem, das ist logisch durch den Dauerstress. Wir werden natürlich automatisch anfällig für Krankheiten, steigt. Und virale Infekte und Erkältungen sind häufiger, wenn man unter Dauerstress steht. Da gibt es so einen, Obaschewski heißt der, so einen Urlaubsforscher, fand ich ja sehr interessant. Ich glaube in Duisburg oben ist er irgendwo. Der hat mal nachgeforscht und geschaut mit 10.000 Touristen, die er so am Flughafen abgefangen hat, mit Statistiken und so. Wie war ihr Urlaub, wie war ihre Krankheit, wann haben sie sich erholt gefühlt? Und er hat Folgendes rausgebracht. Er meint, wenn jemand unter Dauerstress steht und dann in Urlaub fährt, sollte er immer 3 Wochen Urlaub haben. Warum 3 Wochen? In der ersten Woche kommt die Krankheit raus, in der zweiten heilt sich die Krankheit aus, in der dritten Woche seid ihr so entspannt, dass ihr wirklich entspannt Urlaub machen könnt. Und er empfiehlt halt, wenn es geht, 3 Wochen in einem Stück zu machen. 14 Tage für die Krankheitenzeit nehmen und dann 1 Woche zur Erholung. Nur so als Hinweis. Also Stressfolgen sehen wir so. Magengeschwür, Reizdarm, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Angina pectoris, Herzinfarkt. All diese Sachen sind Folge des Stresses und auch Folge des Bluthochdrucks. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Wie können wir vorbeugen? Vorbeugen gegen Bluthochdruck, vorbeugen im Umgang mit Stress, den wir so täglich haben. Zunächst mal ist mir ganz wichtig eine gute Zeiteinteilung. Jeder von uns hat nur 24 Stunden, nicht mehr, nicht weniger. Jeder von uns, sind wir alle gleich. Und die Zeiteinteilung sollte sich so sein, dass man sich mal, wenn man gestresst fühlt und die Sachen nicht mehr im Griff hat, sich mal wirklich hinsetzt und sagt, jetzt nehme ich mal Zeit, einen Zettel, schreibe mal auf, wo fühle ich mich gestresst? Bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Wo kann ich was ändern? Und dann Ziele setzen. Aber nicht jetzt zu hohe Ziele und nicht zu niedrige Ziele, sonst seid ihr gefrustet, sondern realistische Ziele setzen. Und dann Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig? Und Prioritäten haben wir relativ wenige. Priorität haben wir Geld. Es gibt Leute, die sagen, ich habe ein Haus gekauft, jetzt muss ich Geld verdienen. Oberste Priorität für mich, ich muss jetzt schauen, dass ich Geld verdiene. Der Rest ist mir alles egal. Andere sagen, Priorität für mich Arbeit, Karriere. Ich muss Karriere machen, ich muss alles einsetzen dafür, die Karriere. Es ist alles, letztens habe ich diesen Olympiasieger, den Frodeno, glaube ich, heißt der, hat vor ein paar Jahren mal bei einer Olympiade gewonnen in China, den hat keiner auf der Rechnung gehabt. Wurde er gefragt, wieso haben sie jetzt gewonnen, wie haben sie die letzten paar Jahre verbracht. Er hat vorgehabt, ich will so nach Olympia, ich will eine von den Gold, Silber, Bronze gewinnen. Was habe ich gemacht die letzten 3 Jahre? Kein Kaffee, keine Freunde getroffen. Ich habe alles, hat er schön aufgezählt, seine Punkte, die er alle weggelassen hat. Keine Ablenkung, nur Ziel, Olympiade. Zack, hat sich die Priorität eben diese Sache und hat gesagt, ich habe mich mit keinem Freund mehr getroffen, meine Freundin war weg, ich habe alles weggelassen. Und es ist mittlerweile schon einige gute, große. Er hat vor kurzem auch den Hawaii-Triathlon da gewonnen. Aber er hat alles dem untergeordnet. Für ihn war die Priorität sehr wichtig, dieses Triathlon zu gewinnen. Familienbeziehungen haben einige Leute drauf, die sind eine echte gute Priorität. Die sagen, lieber mache ich einen Halbtagsjob, verdiene weniger, aber meine Familie ist mir wichtig. Anderen helfen ist natürlich auch eine Sache. Das wäre sehr wichtig für Leute, die dann in den Ruhestand gehen, die so über 60 Jahre, 70 Jahre alt sind oder fit sind. Dass sie zum Beispiel sagen, ich habe nichts zu tun, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ich kann mal ins Altenheim gehen, kann mal fragen, wer ist jetzt hier im Rollstuhl, wer kommt selten raus, wer kriegt wenig Besuche und kann die Leute mal rumfahren. Die Leute im Altenheim sind sehr dankbar dafür, sowas macht zum Beispiel. Und religiöse Werte sind natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Dann zum Beispiel mal so für die Jobs, die wir heutzutage haben, sind ja alle nur noch computergesteuert, fast alles. Und sehr monoton. Und die monotone Arbeit erfordert natürlich viel Konzentration, macht uns kaputt. Und daher so brauchen wir Abwechslung, wenn wir solche monotone Arbeiten haben. Wir brauchen positive Hobbys gegen monotone Arbeiten. Wir brauchen, wenn wir
in dem Dauerstress stehen, der uns immer herausfordert. Wichtig, unsere Beziehungen zu unserer Familie sollten wir aufrechterhalten, unsere Partnerbeziehungen sollten wir aufrechterhalten, weil das ist das, was wirklich uns das Leben ausmacht. Und wer körperlich anstrengend ist, wer so am Bau arbeitet, so irgendwie Maler, Lackierer, sonst irgendwas ist, ja, wenn man zu viel rumschleppt oder Installateure, so, die brauchen natürlich am Wochenende nicht mehr rumschleppen. Die sollen am Wochenende kein Bodybuilding machen, sondern am Wochenende Ruhe haben. Aber Schreibtischarbeiter, da haben wir jede Menge heutzutage, die sie alle vom Computer sitzen, vom technischen Zeichner bis hin zum Bankangestellten, die brauchen am Wochenende körperliche Aktivitäten unbedingt, sonst verkalken sie. Und die körperlichen Aktivitäten fand ich sehr interessant. Im Moment wird gerade viel geforscht wegen Demenz. Und der letzte Bericht, den ich jetzt von einem Professor gelesen habe, fand ich sehr, sehr nett. Der hat inzwischen festgestellt, weil er mit Demenzkranke untersucht hat, dass diejenigen Leute, die körperlich viel aktiv waren und zufrieden waren, im Alter kaum Demenz hatten. Konsequenz für ihn war das sofort, ich fange an, jeden Tag mein Jogging zu machen. Macht es täglich, um sich vor Demenz zu schützen. Leben Sie einfach. Es sollte Sie keine anspruchsvollen Hobbys noch machen, wenn man eh schon unter Dauerdruck steht. Also keine Luxusurlaube, denn so ein Luxusurlaub kriege ich immer wieder mit. Letztens kam mit einem Patienten an, habe ich seine Werte untersucht, sind alle angestiegen. Manchmal, wie kommt das denn? Naja, ich war auf einem dieser großen Schiffen, der AIDA, so und so, ich war da drauf. Da gab es Mitternachtsbuffet. Konnte ich mir nicht entgehen lassen. Fand ich ganz nett. Aber manche, aha, schau her, auch Stress im Urlaub, muss das durchhalten. Besser ist spazieren gehen, wandern, gutes Buch lesen. Aber Buch lesen meine ich mit dreidimensional, nicht zweidimensional. Nicht ein Buch lesen am Computer mit dem Blaulicht, was wir haben, ist nicht gut für uns, sondern wirklich ein Buch in der Hand nehmen, das ich wirklich habe. Und das muss ich meinen Patienten wieder sagen, dass sie nicht zweidimensional durchs Leben gehen sollen, gerade den Jugendlichen. Jetzt kam vor kurzem mit der Mutter an, hat mir gesagt, manche sagen, ach, ein Junge, der ist so ganz fit, der ist jetzt 14 Jahre alt. Was macht er denn so? Ja, der ist draußen im Freien und keiner spielt mit ihm. Wie, keiner spielt mit ihm? Der möchte gerne Fußball machen und dies und das. Und die anderen, das war jetzt vor kurzem erst, Weihnachten vor 2-3 Jahren, ja, die haben zu Weihnachten einen Computer gekriegt. Die hängen alle zu Hause am Computerspiel rum mit ihren 14 Jahren. Und er möchte gern Bewegung haben und keiner will was mit ihm machen, weil die alle da sind. Deswegen sage ich, gutes Buch lesen. Und dann zur Ernährung. Das ist was Interessantes und das unterschätzen wir immer wieder, dass in der Ernährung Energie liegt. Also gutes Blut macht gute Organe, schlechtes Blut macht schlechte Organe, fettiges Blut macht fettige Organe. Salziges Blut macht salzige Organe. Unsere Ernährung hat eine echte Auswirkung auf uns, immer im Abstand von 5 bis 10 Jahren merkt man es erst. Also wer jetzt eine Arterienverkalkung hat mit 60 Jahren und möchte jetzt plötzlich sich umstellen auf vegan und sonst was, um in 4 Wochen seine Adern wieder freizukriegen, das haut nicht hin. Wer aber mit 40 Jahren merkt, ich verkalke und stellt seine Ernährung um auf fettarme Kost, wird belohnt. Also durch unsere Ernährung belohnen wir uns immer, im positiven wie im negativen Sinn. Einmal Ernährung wäre zu sagen, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, und zwar möchte ich betonen, auf das volle Korn legen. Wisst ihr, was Vollkornmehl ist und normales, welches der Unterschied ist zwischen Vollkorn und normalem Mehl? Wenn man Mehl, das volle Korn jetzt mahlt, kann man nachschauen, wie viele Mineralstoffe drin sind. Und auf 100 Gramm Vollkornmehl habt ihr dann 1800 Milligramm Mineralstoffe. Das ist normales Vollkornmehl. In Deutschland bis 1940 rum, in Deutschland war es normal üblich, nur Vollkornmehl zu haben. Dann kam der Krieg, dann kam nach der Nachkriegszeit, dann fing man plötzlich an, feineres Mehl zu haben. Und, nee, jetzt später, nachfragen jetzt keine. Das Mehl wird jetzt mit einem Typenbezeichnung, kriegst du jetzt mal drauf, Typ 1800 ist Vollkornmehl. Und wir unser Mehl mal im Geschäft kaufen können, ihr seht das, Typ 405, Typ 300, Typ 200. Das heißt, 1800 wäre normal und wir kriegen heute ein Mehl Typ 400, 300. Ich habe es schon in anderen Ländern schon gesehen, Typ 30, Typ 80, Typ 100. Ich bin ganz erschrocken, dachte, das Zeug kannst du nicht kaufen, das ist nur ein pappiges, weißes Zeug.
Das esst ihr rein, euer Körper nimmt nichts auf. Er muss mehr Energie zuführen zum Verarbeiten. Aber Vollkornmehl alleine, muss ich sagen, reines Vollkornmehl wird euch auch nicht schmecken, das ist zu spelzig. Also die Kompromisslösung, die man hat, ist das 1050er Mehl. Typ 1050 wäre sowas Normales. Dann frisches Gemüse. Gemüsesalate, habe ich schon gesagt, also Salate, die man sich zurecht macht, nicht mit Sahne anreichern hinterher und Zucker drauf tun, bis es ein bisschen schmeckt, ein bisschen Schmand oder so zurecht tun. Da könnt ihr den Salat vergessen. Sondern Salate werden eben mit anderen Sachen angemacht und mit Zitrone statt Essig. Und Obst ist klar, sollte man 2 bis 3 verschiedene Obstsachen am Tag essen. Fand ich für mich sehr interessant, ich habe einen jungen Mann mal gehabt, der war damals so 14 Jahre alt, topsportlich, spielte Badminton, richtig fast professionell, war aber am laufenden Band krank, bis ich ihm sagte, sag mal, isst du eigentlich Obst? Was ist das denn? Und ich, ja, ess mal ein bisschen Obst und tu mal dein Süßzeug weg. Meinst du? Dann hat er es wirklich gemacht, hätte ich ihm nicht zugetraut. Und plötzlich kam er nicht mehr wieder, die nächsten halben Jahre, weil er gesund war. Weil immer konnte ich ganz krass merken, wie das läuft. Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen, Bohnen, Nudeln, Erbsen, Linsen, Bohnen, Sojaprodukte und sowas sind sehr wichtig. Nüsse sind sehr wichtig, das ist ein Eiweiß, ein Pflanzeneiweiß, das wir mit Hülsenfrüchte und Nüssen könnt ihr also jederzeit jede Art von Fleischproteinen ersetzen, ohne dass er Angst haben müsste, dass er vom Fleisch fällt. Dann habe ich so Top 10 gefunden der Nervennahrung, das fand ich ganz interessant auch dafür, für die Nerven. Als erstes wurde Avocado genannt. Avocado ist eine sehr gute Frucht, aber Avocado wird nicht gebraten, nicht gebacken, nicht gekocht, sondern Avocado wird aufgeschnitten und roh genommen, aufs Brot drauf geschmiert, bisschen Zwiebeln ran, bisschen Knoblauch ran und fertig. Und Avocado ist sehr fettige Frucht. Und bei Avocado könnt ihr richtig sehen, was Pflanzenfett und tierisches Fett ausmachen. Mit Avocado könnt ihr essen, so viel ihr wollt, eure Adern werden nie verkalken. Warum nicht? Ihr könnt mal Schweineschmalz nehmen oder Gänseschmalz und euch bei den Händen einreiben, dann Wasser aufdrehen und drüber laufen lassen. Was passiert dann mit dem Wasser? Das perlt einfach ab. Warum? Das kann nicht durchgehen, weil es eben Fett ist, nicht wasserlöslich. Dann nehmt ihr Avocado her, ist auch sehr fettig, könnt euch eincremen damit, könnt Wasser aufdrehen und könnt plötzlich feststellen, es lässt sich abwaschen. Ist zwar auch schmierig, aber lässt sich ohne Probleme abwaschen. Weil die Pflanzenfette haben 2 Endigungen, eine lipophile, eine hydrophile Endigung, also eine wasserlösliche Endigung und eine fettlösliche Endigung. Und die wasserlöslichen Endigungen, die sorgen halt dafür, dass wir, wenn das im Körper drin ist, das Fett, der Körper besser aufspalten kann. Wird sich also nicht anlagern an den Adern. Dann haben sie Spinat hier, Nüsse, Bananen. Jeder Sportler weiß, wenn er schnelle Energie braucht, Kalium und Zucker, dann nimmt er Bananen. Besser als Coca-Cola. Leinsamen oder ähnliche Sachen. Paprika, aber rohe Paprika jetzt. Und keine scharfe, sondern die normale rote. Hülsenfrüchte haben wir schon drüben auch gehabt. Soja-Joghurt, wenn jemand Joghurt haben möchte unbedingt. Keinen Milchjoghurt, sondern Soja-Joghurt hernehmen. Ingwer, sehr gut bei Erkältung und solche Sachen. Und Haferflocken, sehr gut für Magenschleimhautentzündung, Entzündung und Ähnliches. Und dann noch ein Punkt dazu bei der Ernährung. Das unterschätzt man auch immer wieder. Das einfaches Wasser, das sagt euch jeder, der Kaffee trinkt oder der Coca-Cola trinkt, was soll ich trinken? Wasser? Ist doch giftig. Ich glaube, ich bin ja nicht verrückt. Dann sage ich den Leuten, ich weiß nicht, wer verrückt ist, aber verrückt ist, das Wort heißt ja verrücken. Wasser ist neutral und sie sind eben verrückt in dieser Höhe oder in dieser Höhe, Coca-Cola oder Kaffee, und sollen wieder verrückt werden auf normales, auf normales Wasser, dann werdet ihr feststellen, je verrückter ihr seid im Trinken, je süßer und koffeinhaltiger die Sachen sind, umso schärfer esst ihr, umso fetter esst ihr, umso mehr esst ihr. Wenn ihr wieder runterkommt aufs Normale, auf Wasser, auf Neutral, kriegt ihr wieder mehr Geschmack rein. Der Geschmack geht sonst vorher verloren. Also Wasser ist das gesündeste Getränk, kommt gleich nach Muttermilch. Für den Körper am besten zur Reinigung und Erneuerung seiner organischen Flüssigkeiten. Das heißt, sauberes Blut macht saubere Organe, krankes Blut macht kranke Organe. Wenn wir jetzt Leberwurst essen, und die Leber ist ein Entgiftungsorgan des Körpers, des Tieres, wo die ganzen Krankheiten drin stecken, weil die Leber sie abbauen muss, hauen wir uns die Krankheiten des Tieres direkt rein in den Körper. Und wenn es Blutwurst ist, zum Beispiel,
oder alles mit Blut zusammen, also Blutwurst, also roher Met, roher Tatar, roher Schinken und solche Sachen. Da haut euch das Blut, im Blut ist das Leben, im Blut sind die Krankheiten drin. Er haut euch mit dem Blut, die Krankheit der Tiere, direkt rein in den Körper. Also das ist nicht zu empfehlen. Und Abbau der Blutorgane macht sowieso immer Gicht. Ja? Wer Kesselfleisch isst am Sonntag und am Mittwoch plötzlich Gelenkbeschwerden hat, kriegt am Mittwoch seine Gicht, aber am Sonntag hat er das Kesselfleisch gegessen. Da muss er daran denken, dass er 3 Tage vorher zu viel Purine zu sich genommen hat. Und das dauert eben 2-3 Tage zum Abbauen. Die Hülsenfrüchte, was ich gesagt habe, die sind innerhalb von 24 Stunden bis 30 Stunden aus dem Körper da draußen. Aber wenn ich jetzt Blutwurst hernehmen würde, die ist frühestens nach 2-3 Tagen draußen, vorher nicht. Das dauert also 3 bis 5 Tage, bevor die Blutwurst da draußen ist. Und 5 Tage im Körper, das gärt also vor sich hin. Das ist ja nicht sehr gesund. Also denkt dran, wenn ihr auch gerne Fleisch essen wollt, Leber, Niere, Haut, Hirn, Kesselfleisch und Blut. Meidet das, dann spart euch viel Ärger. 8 Gläser Wasser täglich soll man trinken ungefähr. Ich habe ja schon einen Vortrag über Wasser gehalten. Was 4 Gläser vormittags, 4 Gläser nachmittags. Und vermehrte Bewegung. Wir sind ja heute eine sehr dicht, früher waren wir Dichter und Denker, heute sind wir Sitzer und nicht mehr Läufer. Und Bewegung, was sollte das bedeuten? Erstens mal, jeder Orthopäde würde sagen, Bewegung ist Leben. Jeder, der arbeitet, der jetzt hier ist, sollte pro Tag 30 Minuten mindestens Aktivitäten haben. Unter 30 Minuten könnt ihr es vergessen, das wurde inzwischen schon sehr gut nachgewiesen. Und welche Aktivitäten soll man machen? Natürlich Laufen, Schwimmen, Radfahren, Gymnastik und alles ohne Zeitdruck, ohne Stress. Also nicht jetzt, ich laufe jetzt, um einen Marathon zu kriegen oder 100 Meter in 10 Sekunden zu schaffen, sondern einfach locker drauf los. Und der eine schafft in einer halben Stunde von mir aus 500 Meter, der andere schafft in einer halben Stunde 5 Kilometer. Ist es egal, aber eine halbe Stunde Aktivität für euren Körper. Und wenn jemand dick und kräftig ist, kann ich nicht jetzt so einen 180-Kilo-Mann sagen, zu Dauerlauf machen, das geht nicht, dann macht er seine Gelenke kaputt. Wenn man Übergewicht hat, tut man erstmal Fahrrad fahren. Wenn man Fahrradfahren nicht fahren kann, dann soll er eben schwimmen gehen. Und schwimmen ist hervorragend. Und für die Jüngeren unter uns, wenn sie schwimmen gehen sollten, wird nicht so geschwommen, sondern in der Oberarm am Ohr vorbeiziehen, Kopf unter Wasser und so schön durchschwimmen, dass das oben schön frei wird, gilt für alle Lkw-Fahrer, Sekretärinnen und Computerarbeiter. Und das Bild von uns habt ihr schon gesehen, wie die Leute da so gegähnt hatten, weil sie am Schreibbüro saßen. Wir haben heute fast alles nur noch sitzende Berufe oder stehende Berufe. So einen richtigen Ausgleich haben wir nicht mehr drauf. Und selbst die Bauern kommen im Herbst, wenn sie dann zum Ackern gehen, wieder zu mir vorbei. Warum? Die fahren immer so. Und dann kommst du an. Mir tut's weh. Wissen ja, wenn sie ackern mit dem großen Traktor, dann immer schauen, dass sie schön gerade fahren und durch die Furchen nicht gerade sind. Und letztens war ein Bauer bei mir gewesen, der hat vom Kopf bis zum Fuß alles wehgetan. Ich war ganz erschrocken, was hat er denn? Habe ich mir schon überlegt, an der Krankheiten, die es so gibt, Myositis und was so durchging durch den Kopf. Da habe ich ihn gefragt, was haben sie denn gemacht? Habe ich nichts gemacht? Wir haben nichts gemacht. Sie müssen doch irgendwie eine Arbeit gemacht haben, die sonst nie machen. Dann kommt es im Jahr, ich habe vor 2 Tagen an einem schrägen Hang Mais geerntet mit der Sichel. Das hat mein Großvater immer gemacht. An dem Feld hat er schon Mais angepflanzt. Habe ich gesagt, mache ich auch. Da habe ich angepflanzt dort. Dann fuhr ich mit dem Traktor hin, wollte alles automatisch machen. Stellte fest, wenn ich es automatisch alles voll mache, dann kippt mir vielleicht der Anhänger um. Da habe ich gedacht, machst mal das, was mein Großvater schon gemacht hat. Hat große Sichel genommen und alles abgesenzt. Hat das Bewegung gemacht, die er als Bauer sonst kaum machte und kriegte nach 3 Tagen so einen Muskelkater, dass er sich gar nicht mehr bewegen konnte. Also selbst Landwirte, wo ich denke, die würden sich mehr bewegen, sind heutzutage im Vergleich vor 3-4 Generationen auch schon ziemlich degeneriert. Und auf körperliche Arbeit muss Erholung folgen, 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Tag. Wir haben heute die Möglichkeit, ja Licht anzuhaben und nachts um 12 heller zu erscheinen, Licht zu haben, als die Sonne scheint. Und daher müssen wir uns selbst beherrschen lernen, müssen also lernen, dass wir, wenn es geht, bis 22 Uhr im Bett sein sollten und bis 6 Uhr morgens schlafen sollten. Das ist die Theorie. Warum 22 Uhr? Weil nach 22 Uhr Melatonin ausgeschüttet wird in den Körper. Unser Körper, unser Licht, unser Auge registriert bewusst Sonnenlicht. Und das Sonnenlicht, was reinfällt, aktiviert in unserem Körper Hormone, unter anderem auch Melatonin.
Melatonin ist eines dieser Hormone, die den Schlaf-Nacht-Rhythmus regeln. Und wenn ihr merkt, wenn ihr nachts ins Bett liegt und einschlafen wollt manchmal, da habt ihr so eine Phase, da zuckt ihr plötzlich mit der Hand oder dem Bein zusammen und dann schlaft er ein. Warum macht man das? Weil wir unseren Körper, unser Sympathikus- und Parasympathikus-System haben. Das Sympathikus-System ist das Wachsystem. Das andere ist das parasympathische Schlafsystem. Und wenn die im Gleichgewicht sind, kriegen die Muskeln die gleichen Impulse. Schlaf ein oder ist er aktiv, dann zucken sie eben zusammen. Also wenn es so ist, ist es hier das Wachsystem ist unten, Schlafsystem ist oben. Dann kippt es sich wieder um, geht er hoch. Wachsystem ist da und Schlafsystem ist unten. Und wenn es im Gleichgewicht ist, dann kriegt der Muskel so viele Impulse, fast die gleichen Impulse rein, zum Aktivsein wie zum Passivsein. Das macht diese Zuckungen aus, die kurzen. Aber unser Körper hat eben einen Biorhythmus, sollten wir machen. An jedem siebten Tag von jeder berufsmäßigen Arbeit sollen wir uns erholen, unseren Schöpfer danken. Wir sollten wirklich einen Tag in der Woche ganz bewusst, wo wir abschalten, auch Computer abschalten, Fernseher abschalten, Handy abschalten, alles mal Elektronik wegtun. Wem es gelingt. Den Älteren gelingt es über 60, 70, also ab 50 aufwärts, den Leuten gelingt es, den unter 50 gelingt es nicht mehr. Die meinen immer abhängig zu sein von ihren neuen Götzen, die sie in der Hand haben und müssen immer, wer hat mich nicht erreicht, nachschauen. Also auf körperliche Arbeit muss Erholung folgen. Und das Erholung sollte auch von der Elektronikteilchen folgen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, Gott hinterlässt uns einen Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, also wie die UNO mit Blauhelmen und sowas, gebe ich euch, sondern euer Herz erschrecke nicht, beunruhige sich nicht und verzage nicht, denn Gott gibt uns einen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. Wenn wir das in unserem Glauben, das Leben erfahren haben, haben wir die Hälfte des Stresses schon hinter uns, schon bekämpft. Dann danke ich für die Mitarbeit. Wenn ihr wieder was zu Löwen sehen werdet, wird er etwas ruhiger werden, denke ich, hoffe ich. Mit danke für eure Aufmerksamkeit. Abwechslung. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel gehört. Ich bitte euch jetzt einfach mal alle kurz aufzustehen, weil sonst kann man gar nicht mehr wahrnehmen, was ich gerade sage. Also steht mal kurz alle auf, streckt euch ein bisschen. Halbe Stunde Bewegung werden wir jetzt nicht schaffen. Und wenn ihr euch gestreckt habt, dürft ihr euch noch mal kurz setzen. Es gibt noch ein paar Informationen, bevor es weitergeht. Erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an all die Informationen, die ganze Mühe, die du reingesteckt hast, all das, was du uns heute mitgegeben hast. Ich habe ganz viel wiederentdeckt, von meinem zuckenden Bein beim Einschlafen bis Dysstress, Eustress, all diese Sachen. Betrifft uns alle, Bluthochdruck vielleicht einige von uns. Oder wie hängt Bluthochdruck eigentlich mit Stress zusammen? Auch so etwas, es ist nicht nur eine physische Erscheinung, sondern eben auch abhängig von dem, was wir tun, den ganzen Tag über. Ganz, ganz interessant. Ich danke dir aus ganzem Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast erstmal. Herzlichen Dank. An all diejenigen, die vorhin vielleicht schon mal ganz kurz so eine Frage am allerliebsten gestellt haben, während so einem Vortrag ist das total schwierig, denn da ist er im Stress, ob das jetzt Eustress oder Durchstress ist, weiß ich noch gar nicht, aber da muss erst mal durchkommen. Deswegen haben wir natürlich die Gelegenheit, dass Fragen gestellt werden können und das können wir jetzt machen, aber auch noch später, wenn ihr etwas esst noch, ein bisschen Zeit hier noch verbringt, da ist Roland Galewski auch noch für uns, steht er zur Verfügung, um dann, wenn jemand zum Beispiel ganz komische Werte rausbekommen hat oder einfach noch Fragen bestehen, die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen. Haben wir ein paar Minuten, die wir jetzt noch für Fragen zur Verfügung stellen, dann ist der Andreas, der von der Technik, mit einem Mikrofon da, dass auch Leute, die jetzt direkt Fragen stellen wollten und kein Problem haben, das auch vor anderen zu tun, weil sie vielleicht denken, das interessiert bestimmt auch mehr, die Möglichkeit, nochmal Rückfragen zu stellen, vor allen Dingen jetzt auch zu dem Vortrag. Ja. Wie viel Salz braucht ein Mensch, um positiv zu gedeihen? Also die Frage nochmal für alle, es gibt ja manche, die nicht ganz so gut hören, wie viel Salz braucht ein Mensch, wahrscheinlich pro Tag, damit so der Körper und die Zellen alle das bekommen, was sie brauchen? Ja, Salz ist Natriumchlorid, also Natrium und Chlorid und das haben wir in vielen Stoffen schon drin. Im Prinzip ist es so, man merkt das sofort, wenn ich jetzt zu wenig Salz haben soll, da kriege ich ja Muskelkrämpfe rein, aber ich
Wenn ich Salz zu, wenn ich zu viel Wasser trinken würde, weil die Leute sagen, wenn ich zu viel Wasser trinke, verdünne ich ja die Mineralien, könnte ich auch Muskelkrämpfe kriegen. Aber jemand mit Muskelkrämpfen zu tun hat, da reicht es oft eine Prise Salz auf die Zunge drauf tun und ein Glas Wasser trinken. Fertig, aus. Wir brauchen wirklich nur, sagen wir, wenn wir es einen halben Teelöffel Salz pro Tag Maximum. Wir essen aber pro Tag 2 Teelöffel Salz durch unsere Nahrungsmittel. Dann unser Brot, müsst ihr auch wissen, was ich auch sehr interessant fand, jetzt bei der EG, da kam raus, dass die wollen jetzt eine neue EG-Verordnung machen für europäisches Brot. Europa soll alles gleiche Brot essen. Und die Deutschen sich massiv gewehrt, wenn wir haben über 200, 300, glaube ich, 350 Sorten Brot, die wir in Deutschland so haben. Und das deutsche Brot, fand ich interessant, haben sie gesagt, ist zu salzig. Also wer Brot isst, hat schon genügend Salz drin. Und wenn jemand Fertigsuppen, Fertigpizza, sonst was isst, hat er auch schon wieder genügend Salz drin. Also da brauchen wir keine Angst zu haben. Und wenn man selten den Salz fehlt, kriegt er gleich Muskelkrämpfe, merkt sich sofort bemerkbar. Spannend. Gibt es noch weitere Fragen? Dann einfach melden, dann kurz warten, dann kommt das Mikrofon. Hast du das noch? Nein, ich kann laut sprechen. Aber hinten sind noch Leute, die sitzen ganz weit. Ich habe nicht verstanden, bei dem 100 Gramm Vollkornmehl, wie viele Mineralien, da war ich beim Schreiben. Wie viel hast du da gesagt? Der 1800 Milligramm sind automatisch drin. Ja. Und dann wird es ja hinterher gefiltert. Und je mehr es gefiltert wird, umso mehr Mineralstoffe werden ja rausgeholt. Wird eben dann 1050, 800, 600, 500, 400, 300, 200 und geht es immer runter. Je sauberer man das eben macht, je feiner das Mehl ist. Danke. Stehen wir drauf, ein Typ, ja, Typ 405 ist das Normale. Danke. Gibt es noch Fragen? Ja, einfach los. Die Möglichkeit haben wir jetzt. Ja. Wenn der Puls zu hoch ist, was kann man dann machen? Wenn der Puls zu hoch ist, da schlägt euer Herz zu schnell. Da muss man sich überlegen, wo kommt das her? Auf die Dauer gesehen, ist es nur kurzfristig oder langfristig? Kommt das von der Schilddrüse, kommt das von der Nebenniere, kommt das von irgendwelchen Hormonen, kommt das von irgendwelchen Medikamenten, kommt das von irgendwelchen inneren Stress, den man gerade hat? Also das kann man jetzt so nicht sagen, was man machen kann. Ja, unbedingt. Wenn du dich ärgerst, geht automatisch der Puls hoch. So, wer traut sich noch? Nutzt die Möglichkeit, das hat man nicht immer. Einfach mal alles fragen können, was gerade so ist. Ja. Welchen Einfluss nimmt Magnesium, Vitamin D3 und K2 auf den Bluthochdruck? Das ist momentan, die letzten 2-3 Jahre, so moderner Sache, die fast in allen Zeitungen so gebracht werden. Erstmal ganz allgemein, wir sind in Deutschland ein Vitamin-D-Mangelland. Und Vitamin D ist kein Vitamin, ist eigentlich mehr ein Hormon. Wir brauchen dieses Vitamin D unbedingt für Cholesterinbildung und für alles Mögliche. Und wir sollten in den Monaten, wo ein R drin ist, sagt man ganz einfache Regel, also Vitamin D schlucken. Also Januar, Februar ist ein R drin. Dann nimmt man Vitamin D zu sich. Mai, Juni, Juli, August nimmt man keins zu sich. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Achso, in den Monaten, wo ein R drin ist, soll man Vitamin D schlucken in Deutschland. Und wo kein R drin ist, braucht man kein Vitamin D schlucken. Und man sollte, wenn es geht, bei Vitamin D, wird er im Körper auch selbst ein bisschen mitgebildet und umgestaltet. Es gibt Vitamin D1, B2, D3, D4, D5, so verschiedene Stufen. Und wir bei Vegan-Toiletten 1000 Milligramm zum Beispiel, das war eine Tablette, die kann man pro Tag schlucken. Ganz kleine Tablette, macht nichts aus, kostet 7 Euro in 3 Monaten. Aber ich wollte es anders sagen, Vitamin D brauchen wir für Knochenaufbau und für die ganzen Sachen und für die Hormonherstellung. Und man sollte, wenn es geht, in den Sommermonaten wirklich sich seine Zeit nehmen, so beide Arme frei haben, für 20 Minuten in die Sonne aussetzen, das reicht schon aus, um Vitamin D zu bilden, auch im Winter. Wenn die Sonne schön scheint, mit freien Unterarmen rumlaufen. Bei mir habe ich schon hier oben große Fläche. Die Sonneneinstrahlung macht, direkt auf der Haut in den Zellen direkt Vitamin D-Umschaltung von Vitamin D2 auf D3, D3 auf D4. Das funktioniert fast automatisch. Und wenn wir genügend
Obst und Gemüse essen, passiert nichts, aber ich kann euch sagen, in den 1920 oder 30 rum, von 1900 bis 1930, 40 rum, war Rachitis in Deutschland etwas Normales. Rachitis heißt, die Knochen wurden nicht gerade, sondern krumm und die Buckel wurden krumm von den kleinen Kindern. Und zwar, die in Berlin wohnten, in München wohnten, in Frankfurt wohnten, in den Hochhäusern wohnten, in diesen Gegenden, wo keine Sonne reingeschienen hat. Und überall, wo Sonnenmangel war bei den Kindern, haben ihre Knochen kaputt gekriegt durch Vitamin D-Mangel. Und dann kam erstmal so langsam nach und nach drauf, dass das Sonnenlicht doch keine Placebo-Effekt ist, sondern was einen echten Nutzen hat. Und dann fing man an, diese Kinder eben Landverschiebung zu machen, dass sie immer am Land rauskommen und sich bestrahlen lassen. Und ganz praktischen Fall weiß ich auch von der türkischen Mädchen, von der Orthopädie, die kam immer so zwischen 10 und 14. Lebensjahr zu uns in die Orthopädie, musste in ein Zimmer reingelegt werden, wo die Frauen da waren, und hat sich ihre Therapie war bloß sich hinlegen für eine Woche an dem Fenster, wo die Sonne reingeschienen hat, um sich so beschreinen zu lassen, weil sie hat immer so eine Ganzburka getragen aufgrund ihrer Religion und kriegte hier in Deutschland ja keine Sonnenlicht rein. Die hat einfach Osteoporose gekriegt, Arthritis gekriegt. Und durch die Behandlung mit dem Sonnenlicht, ganz simpel, hat sie wieder gute Knochen gekriegt. Das fand ich immer sehr interessant. Wenn sie da so Schmerzen an dem Knochenbau hatte, kamen die Eltern an, haben gesagt, okay, machen wir, bleib eine Woche hier, hat Sonnenlichtbestrahlung gekriegt und fertig. Ohne Vitamin D, hat funktioniert. Und Vitamin K haben wir in unseren ganzen grünen Salaten drin, das ist kein Problem. Vitamin K ist für die Gerinnung zuständig, Faktor 4. Ist sinnvoll, grüne Salate zu essen, da kriege ich keinen Vitamin K-Mangel rein. Fertig. Was war noch? Vitamin K, Vitamin D. Magnesium. Magnesium ist ein Spurenelement. Ihr könnt von mir 1000 Milligramm Magnesium Tabletten schlucken, weil ihr meint, ihr habt zu wenig Magnesium. Von den 1000 Milligramm werden bis 2 Milligramm aufgenommen. Die anderen 998 Milligramm Magnesium ziehen Wasser an sich an, machen Durchfall. Ihr könnt euch nicht nicht zu viel Magnesium reinkriegen, passiert nichts. Aber interessant mit den Spurenelementen ist die, wir brauchen bloß Milligramm oder Vitamin B12 brauchen wir 0,00000001 Gramm. Also das ist winzigste kleine Einheit, aber die brauchen wir. Wenn die uns fehlt, kriegen wir Beriberi oder andere Erkrankungen, die die Nerven kaputt machen. Wichtig für Veganer, weil die mit dem Vitamin B12 mangel die Probleme haben. Aber Magnesium, wenn du Muskelkrämpfe hast, nimmst halt Magnesium-Tablette. Zu viel kannst du nicht nehmen, wie gesagt, kriegst du eh bloß Durchfall davon. Aber dran denken, von 100 Milligramm nimmt der Körper bloß 1-2 Milligramm auf. Das sind die Spurenelemente, die er braucht. Aber der braucht sie. Also Magnesium, Phosphor, Kalium, Natrium, Chlorid und so weiter. Das sind alle Spurenelemente, die der Körper zwar immer braucht, aber nur winzigste Einheiten. Und wenn wir aber gute Nahrung haben, was jetzt angeboten wird, eine Vielfalt, wir müssen nicht jeden Tag alles aufnehmen. Vitamin B12 hat der Körper sich gespeichert für 4 bis 5 Jahre in der Leber drin. Also bevor der Vitamin B12-Mangel rauskommt, sind schon 5 Jahre vergangen, ja. Oder die, was ich sehr schön finde, die Berichte, die ich früher gelesen habe, die Tagesbücher von den Matrosen, die mit den Segelschiffen von hier nach Tahiti gefahren sind, für die war Tahiti immer ein Paradies. Warum? Die kamen dort mit Skorbut an, also mit die Zähne waren ausgefallen, die müssen aus dem Mund gestunken haben, wie die Pest, muss schlimm gewesen sein. Da kamen die dort an, haben dann Obst gegessen und innerhalb von 4 bis 6 Wochen haben die da beste Zähne gehabt, beste Muskulatur, waren wieder topfit drauf. Da kamen sie nach England wieder zurückgesegelt, haben nicht daran gedacht, das Zeug mitzunehmen. Später hat man sowas entdeckt, dann wurde in den englischen Schiffen immer verpflichtet, jeder Kapitän musste 2, 3 große Tonnen Sauerkraut mitnehmen. Von daher ist Sauerkraut bis heute so berühmt. Und die englischen Schiffe hatten mit ihren Matrosen nie Probleme gehabt, weil jeden Tag mussten sie Sauerkraut essen, ob sie wollten oder nicht, war Pflicht. Anstehend, zack, wurm der Nächste ab, der Nächste. Wenn einer nicht essen wollte, kam er ins Gefängnis, ins Eisen. Haben sie alle mitgemacht. Und die Folge davon war, dass die keinen Vitamin-C-Mangel mehr hatten und andere Sachen nicht mehr hatten und konnten plötzlich durch die Welt segeln ohne Vitaminmangel. Insofern ist die Sache mit Magnesium schon wichtig. Da haben wir noch eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage. Wirkt sich Bluthochdruck auf den Homozysteinwert aus? Das ist eine biochemische Frage, kann man intern regeln, Naritz, ja. Gut, an der Stelle ermutige ich euch, einfach dann das persönliche Gespräch auch noch zu suchen, vielleicht auch persönliche Fragen dann zu stellen.
Es gibt ein paar wenige Dinge, die ich noch bekannt geben darf. Und eine Sache ist ganz besonders schön. Und zwar werden jetzt, ich denke, ein paar noch kürzere durch die Reihen gehen. Oder jüngere zumindest. Oh, die ist gar nicht kurz. durch die Reihen gehen und ein Gästegeschenk verteilen. Das heißt, wenn ihr Gäste seid, dürft ihr euch gerne etwas von diesem veganen Aufstrich nehmen. Ich glaube, der schmeckt unglaublich super lecker. Ansonsten habe ich auch ein Dankeschenk für dich. Und zwar was ganz Besonderes. Es steht schon dort vorne. Ein Korb. Du kannst ihn mal genau nehmen. Nimm ihn dir mal. Da ist so viel Knoblauch dran. Ich hoffe, das ist auch eines dieser Essen, die hoffentlich gut sind, auch für Kreislauf. Vielleicht auch den Blutdruck senken. Dann sehe ich hier vorne noch ein Öl, Leinöl, glaube ich. Auch etwas übrigens, was ihr verköstigen könnt. Wenn ihr aus diesem Saal rausgeht, seht ihr gleich einen Getränkestand, wo man zwei verschiedene Getränke zu sich nehmen kann. Und Leinöl war auch hier auf deiner Liste dieser Nahrungsmittel gestanden. Leinöl ist auch etwas, was ihr dort verköstigen könnt. Das heißt, nehmt euch dort einfach die Zeit, einfach das auszuprobieren. Ansonsten, wenn ihr rausgeht, ein paar Hinweise gibt es noch. Seht ihr auf der linken Hand, wenn man nach draußen geht, auf der linken Hand einen Büchertisch. Und bei diesem Büchertisch, da ist einmal die Möglichkeit, in so einem Körbchen diese Feedbackzettel abzugeben. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch etwas anderes wünscht, wenn ihr noch Fragen darüber hinaus habt, die kleinen Zettel lagen bei euch auf den Plätzen. Und da gibt es auch Stifte, dann nutzt da einfach die Gelegenheit, mit einem Stift das Feedbackzettel auszufüllen. Oder euch, wenn ihr benachrichtigt werden wollt über zukünftige Veranstaltungen, euch auch in das Heft hineinzuschreiben. Dort kann man E-Mail-Adresse, aber auch Adresse hinterlassen. Dann bekommt ihr immer den nächsten Flyer für den nächsten Kochtreff, der vermutlich im März stattfinden wird.